Oder willst du irgendwas anderes machen? Dich vielleicht ein Bild runter? Danke schön. Hey! Hey guys! Ganz Deutschland, hallo erstmal. Er ist zurück, meine Damen und Herren. He's back, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren. Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video von mir. Cool, freut mich. Ja, wer hätte es gedacht, auf YouTube lädt man Videos hoch. Und was ich schon oft gemacht habe in meinen Videos ist echt scheiße. In der Tat. Wir haben uns heute hier versammelt, komm mal mit runter auf mein Niveau. Wir haben uns hier heute versammelt, meine Damen und Herren, weil ich mal wieder auf Instagram unterwegs war. So heiße ich auf Instagram, ihr könnt mir da gerne folgen. Wir sind auf dem Weg zu den 2 Millionen. Mein Donkopf, ey. Ich habe einige andere Instagram-Accounts ausgecheckt, habe mir ein paar Bilder rausgesucht, die ich dann heute in dem Video, wie es im Titel auch schon steht, nachmachen werde. Wow! Nachstellen werde. Richtig, Jule? Ja. Ja. Meinst du, ich schaffe das? Nee. Danke. Ich würde sagen, wir schnacken lang gar nicht lang. Das erste Bild. Das erste Bild, meine Damen und Herren, ihr seht schon eingeblendet, Emra. Das heißt, ich werde mich jetzt mal so ein bisschen so zur Seite setzen. Ist das die richtige Seite, wenn das so? Oder andere Seite? Eine Bein so ein bisschen ausgestreckt, das andere so ein bisschen angewinkelt. Auf dem, was ich angewinkelt... Nein. Du musst das jetzt... Ach, ich muss das anwinkeln, ja. Ne? Hey, sorry guys, I'm stupid as fuck. Oh, was hast du eigentlich für ein nice Sweater an? Hört euch mal den Sweater an, Freunde. Ist der nicht wundervoll? Wo gibt's den denn zu kaufen? Luca-shop.de. Also das Bein habe ich angewinkelt, das heißt die eine Hand so mit den Fingern muss ich so ein bisschen, die andere Hand hier drauf und jetzt muss ich so ein bisschen so. Ist es gut so? Ja. Ist wundervoll, ne? Sieht gut aus. Kann man das so einloggen? Ja. Du bist so eine super Kamerafrau. Ihr seht bereits das nächste Bild eingeblendet, meine Damen und Herren, und zwar ist es Joey. Er steht dort an einer Wand, ist wahrscheinlich gerade eine Treppe runtergegangen. Da ich jetzt so eine Wand habe, gehe ich natürlich hier erstmal so ein bisschen runter auf dein Niveau, Jule, ne? Obwohl, so weit runter kann ich gar nicht gehen. Joey guckt so ein bisschen so in die Kamera, so hä? Hat hier die Arme und ja. Ist gut so? Nice, oder? Ja. Kann man es so stehen lassen? Auf jeden Fall. Believing gets a rose. Wir sind gerade auf der Suche nach Jules Niveau, Freunde. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in den Keller. Ja, im Müll. Genau. Also das hier ist die nächste Position, Freunde. Wo filmst du die ganze Zeit hin? Du bist voll in der Mitte. Ich bin nicht in der... Das ist auf jeden Fall die nächste Position, meine Damen und Herren. Das ist ein Foto von Sascha. Ich bin doch nicht in der Mitte. Ich muss auf jeden Fall ganz Körper drauf. Das heißt, du müsstest nach hinten, ein bisschen mehr auf dem Boden. Er hat beide Hände in den Hosentaschen, steht ein bisschen seitlich. Er hat eine Jacke an, Moment. Er hat auch eigentlich noch Schuhe an, aber ich habe jetzt keinen Bock, mit Schuhen in meine Wohnung reinzugehen. Also er steht so ein bisschen seitlich und so ein bisschen krumm und guckt in die Kamera. Ja? Ja. Oder willst du irgendwas anderes machen? Dich vielleicht ein Bild runter? Danke schön. Komm mal mit, Jule, komm mit. Jule, komm. Kommst du? Fürs nächste Bild müssen wir hier uns ins Bad bewegen. Und zwar ist das Bild dieses hier von Dagi B, meine Damen und Herren. Ich bin doch nicht mittig. Nein, das heißt doch nicht Schnauze! Dagi macht auf diesem Bild gerade Werbung für einen Duschschaum, Rasierer, keine Ahnung was. Das heißt, ich brauche einen Rasierer und dieses Handtuch ist immer im Weg. Ich nehme jetzt hier einfach mal irgendwas, was ich hier gerade rumstehen habe. Dann nochmal einen Rasierer. Du müsstest auf jeden Fall ein bisschen weiter runter. Dagi hat ein Bein angewinkelt, das andere Bein hat sie so leicht ausgestreckt. Und da rasiert sie sich gerade. Hiermit mit der Hand zeigt sie das Produkt und hiermit rasiert sie sich und macht so ein... Gut? Mhm. Kann man? Ja. Lass mal ein Like da, Freunde. Ist doch... Oder? Das nenne ich Einsatz hier. Meine Fresse. Und was ist das eigentlich für ein schönes Wetter? Luca-shop.de. Das ist das nächste Bild, meine Damen und Herren, und zwar von meinem werten Kollegen Marcel, der die Tage tatsächlich Geburtstag hat. An der Stelle nochmal keine schönen Grüße an dich. Das Foto ist seitlich so ein bisschen, das heißt, du musst dich auf jeden Fall darstellen. Ich lehne mich hier so ein bisschen dran an. Er hat eine Cap auf, Moment. Ein paar Sekunden später. Mensch,
Was ist denn das für eine nice Cap? Halt dein Maul. Er hat auf jeden Fall das Bein hier so ein bisschen angewinkelt, an die Säule angelehnt, dann die Cap natürlich nach hinten schön aufgesetzt. Er hat noch eine Sonnenbrille auf. Marcel, was hast du für einen Style, Alter? Meine Standard-Sonnenbrille ist leider verloren gegangen, deswegen muss ich jetzt so eine Sonnenbrille hier aufsetzen. Das Bein hier nach vorne, hier wieder so, dann setze ich die Cap. Ich falle schon allein um jetzt gerade. Cap setze ich noch auf, jetzt hat er die Hände in den Taschen, guckt so ein bisschen so. Und stehen lassen? Ja. Soll ich so einloggen? Ja. Was ist das? Ist das eine Roomtour oder was? Was willst du? Hairstyle-Tutorial. Ich brauch dich fürs nächste Bild. Für das Bild brauche ich jetzt Jule, Freunde, weil das ist Felix Jehn mit seiner Mutter. Ich muss dich so in den Arm nehmen und muss. Nimm mal das Handy. Nur so, als wäre das Handy deine Handtasche, weil die hat noch eine Handtasche. Genau, das liegt jetzt hier unten. Ich muss so gucken, ich muss so ein bisschen da angucken und in die andere Richtung. Great! Das nächste Bild ist von PewDiePie, und zwar ein Selfie. Ich weiß nicht, er hält mit der rechten Hand die Kamera, mit der linken Hand macht er irgendwie so, zeigt irgendwie so drei Teile, packt das hier so an und macht so. Warum? Warum lädt man so ein Foto hoch? Für das nächste Bild brauchen wir einen Basketballfreunde. Allerdings, bevor wir das machen, zeige ich euch nochmal ganz kurz einen Trick mit Wilson hier mit dem Basketball. Man nimmt den Ball nämlich so, macht einfach so, und dann hat man Around the World cool gemacht. Man kann aber auch noch einen anderen Around the World machen, nämlich so. So, da rollt der Ball dann halt normalerweise auch nicht weg. Dann gibt es noch andere Formen des Around the World, zum Beispiel so, und dann macht man einfach so und dann rollt der Ball eigentlich auch nicht weg. Man nennt mich auch Cristiano oder Luca. Das nächste Bild ist auf jeden Fall von David Dobrik. Er hat den Ball in der rechten Hand, so den Dings runter und... Cap. Hä? Cap. Ach ja, Cap. Kann man das einladen? Fick dich, du zoomst richtig nah ran gerade. Was? Was? Kauft alle mein Buch, Freunde! Das ist hier wirklich eine wunderschöne Lektüre, zusammen mit meiner Mutter geschrieben, über mich, über mein ganzes Leben. Wir saßen da sehr, sehr lange dran, sind viele private Informationen drin. Ihr findet einen Amazon-Link unten in der Beschreibung. Wundervolles Weihnachtsgeschenk, auch für Jung und Alt. Wenn ihr eure Oma sich noch was wünscht, schenkt ihr das ein. Halt einfach dein Maul! Das nächste Bild ist von einer Instagramerin. Und zwar sitzt sie hier so ein bisschen nach den Beinen so. Sie schaut auf jeden Fall mit dem Kopf nach unten. Hat hier einen Schuh, den sie gerade versucht anzuziehen. Ist so ein bisschen so. Das heißt, ich versuche jetzt auch so. Das ist auch so ein guter Style gerade, ne? Tennissocken, Anzugsschuhe. Geht hier so ein bisschen so, schaut dahin, sagt: Ah, das klappt gar nicht so richtig. Kannst du stehen lassen? Ja. Wow, great, love it. Wow. We even get to cross. Ich geh jetzt auf eine Hochzeit. Komm mit hoch, Jule. Komm mit hoch. Komm mit hoch. Komm mit. Jule, komm mit. Jule, kommst du? Jule, komm mit. Komm mit, Jule. Jule, komm. Heißt es, Jule. Komm, Jule. Komm mit, Jule. Jule, komm. Komm, Jule. Komm, komm. Hi. Das nächste Bild ist von Carola, einer guten Freundin aus Düsseldorf. Du müsstest auf jeden Fall dich mal ganz kurz auf den Stuhl ersetzen. Carola chillt auf dem Foto hier mit ihren besten Freundinnen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe auch mal runter zu meinen besten Freunden hier. Sie hat auf jeden Fall das eine Bein so ein bisschen so, das andere Bein so ein bisschen hinten. Sie schaut ihren Freunden auf jeden Fall auch in die Augen, macht das Doppelpiece und so. Passt? Ja. Meine Damen und Herren, wir haben uns jetzt wirklich einige Instagram-Accounts angeschaut, zu Gemüte geführt, einige Bilder rausgesucht, die ich jetzt nachgemacht habe. Der beste Instagrammer ist trotzdem immer noch der hier. Und da sollte man auf jeden Fall mal einen Follow dalassen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat und ihr habt Bock darauf, dass ich öfter irgendwie sowas mache oder dass ich mir vielleicht sogar mal die ersten Instagram-Bilder von einigen YouTubern anschaue, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, lasst alle mal ein Like da. Ja, das ist meine Lampe. Und jetzt?
kommt das Outro! Das war's jetzt hier vom Video, das war's jetzt hier vom Video. Ihr könnt jetzt hier meinen Kanal abonnieren oder hier unten meinen Shop auschecken. Ihr findet hier zwei andere Videos und wenn ihr schon Abonnent seid, könnt ihr auf die Glocke klicken, dann bekommt ihr Benachrichtigungen.